Fantastisch. So, da werden wir jetzt mal reingehen, würde ich sagen. Ne? Prey. Die Schande vom letztens. Von dem scheiß Daymar. Das ist jetzt vorbei. Das Video wird ja gerade eben bei mir noch nebenbei hier mit bearbeitet. Meine Güte, vergessen wir das schnell und kommen wir zu richtig guten Spielen. Also, Prey. Wie gesagt, ne, bevor es ja losgeht, tausend Dank nochmal an Sponsoren. Oder für Sponsoren an den guten Katka. Und jetzt würde ich sagen, rein da. Gehen wir auf normal. Let's go. Hoffe, dir gefällt's. Achso, alles klar. Ich denke, ich bin männlich. Weiß doch, eine Hand wäscht die andere. Achso. Ich wasche mich nie. Girls have a vagina and boys have a penis. Thanks for the tip. Danke, Opa, dass du nicht weißt, wer ich bin. Du betrittst dein Apartment. Ah, das lädt jetzt noch, ne? Ja, doch. Weil ich hab dann. Weil ich glaube, ich mit der Kamera direkt dort drauf bin. Jedes Pokémon ever. Ist es halt echt so. Das ist mein Enkel. Wie war noch gleich sein Name? Furchen. Krustentier. Irgendwas. Drücke. Ja, scheiße. Das sind Drücke X. Safe. Guten Morgen, Morgen. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Krass, neues Metroid, wusste ich gar nicht. Guten Morgen, Morgen. Ja, was macht denn der Morgen am Morgen, wenn ein guter Morgen ist? Das fragen wir uns jetzt, was am Morgen der Morgen macht. Hey, Morgen, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Okay. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Tür öffnen, klemmt. Achso, geht nicht. Mensch, ey, jetzt wo ich mir mal hier die City angucken wollte. Ist das der Avengers Tower? Was haben wir hier noch so? Tür? Tragen, Hebelkraft. Ach, alles klar. Ich weiß auch, was das hier hinausläuft. Im Zuge des Fermi-Problems. Erstmal vom Balkon springen, nur auf jeden. War das nicht bei... Ich glaube bei was war denn das? Bei Nier Automata, glaube ich. Da kannst du auch das Spiel beenden, indem du dich ganz einfach am Anfang, glaube ich, irgendwo von der Klippe oder so runterstürzt. Dann so, ja. Tschüss. Fantastisch. Kein Plan, nie gespielt. Ja, da gibt's, glaube ich, auch gefühlte 50.000 Enden oder so. Kingsway Sekt. Nehmen. Ich nehme. Herzlichen Glückwunsch morgen, Alex. Ja, danke. Das war so episch, da musste Musik runter. Stecke den Helikopter auf dem Dach, dein Apartment. Im Herzen eines Vox. Elektrisch wär's dann ein E-Vox. Ha! Ah.
Kühlschrank. Was gibt's denn hier? Nehmen. Psyking Granatapfel, grüner Cold Mountain Tee, nehme ich alles. Gibt's hier auch Inventar, Daten? Ich dachte schon, wenn das hier losgeht mit Trinken und so, ist das vielleicht so wie. Ach ja, Gesundheit. Na gut. Okay. Leicht zu beeindrucken. Klipper stellt. Ja, ja. Achso, die Tür klemmt immer noch. Guten Morgen, Mr. Yu. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Ich habe mir sagen lassen, dass es ein legitimes Spielende sei, den Rotor zu zupfen. Nina, ja, Grusel. Beim theoretischen Dach. Der Ruf. Jetzt bin ich gespannt. Voll die epische Mucke, da habe ich ja richtig schon wieder Bock drauf. Meine Etage heißt auch meine Etage. Mr. Hugh, machen Sie sich's gemütlich. Gleich geht's los. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Schöner Blick auf die Bucht. Ich finde, das ist eine mega Idee für einen Forscher. Ja, kommt gut. Geil, der Avengers Tower. Ist schon mal geil. Lustigerweise hat die Person, mit der ich gerade im Voice sitze, genau dann angefangen zu lachen, als du den Evox-Witz gefragt hast, ohne zu wissen, da was wären wir, Mr. Yu. Yeah. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Das ist viel Erfolg. Das war ein Witz auf der absoluten Metaebene. Gib dich zum Testzentrum. Trendstar Testanlage. Okay. Aber wenn ich jetzt... Ach schade, jetzt geht die Musik an sich aus. Geil. Hallo, Dr. Yu. Boah, Alter. Moin. Ich bin ein Civil 495 Wissenschaftsoperator. Da ich mir denken kann, mit dem dieser sitzt, ist es wohl einfacher zu erwähnen, wann er mal nicht lacht. Ich bin bei dem Heli erstmal in den Rotor gehüpft. Echt, das geht wirklich? Transtar hat über ein Dutzend hochmoderne Anlagen auf dem Planeten. Mehr, wenn man die des ganzen Erde-Mond-Systems zählt. Also man kann echt schon in den Rotor reinhüpfen und dann ist halt... Willkommen, Morgan Yu. Sie haben einen 9-Uhr-Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Alexa, spiel Death Metal. Ist ja gar nicht gruselig, wenn du einfach mal so mit dem Finger da drauf touchst und dann kommst du in irgendein Abteil. Ja, nee, jetzt plane. Endlich. Heute arbeiten, morgen Freeman. Die Gabitation. Jack Black Voice noch. Hey, diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot?
Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Okay. Versprochen. Ja, Mensch. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Who is you? Are you you? Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Na los. Aha. Guten Morgen, Morgan. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Böses Juju. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. He who is who of the you is you. Das Who is Who der Szene mit richtigem Know-how. Wunderbar. Das ist. Sie machen das einfach großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Okay, auf ich glaube auf dem mit Maus und Tastatur würde sich das glaube ich besser starten. Auf Gamepad ist es noch ein bisschen komisch. Aber da kann man sich reinfuchsen. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Okay. Hä? Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine? Nein? In Ordnung. Wie soll ich mich hier verstecken? Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Friss Stuhl, du Arsch. Ha! Hier, mein Stuhl! Ah, den nehme ich mit. Der warum sonst? Alla! Stuhl! Wie damals bei der Abi-Prüfung. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Der Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Och, neuer Stuhl. Sehr schön. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Gute Arbeit. Ich habe mich nur hingesetzt, Mann. Vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Oh, auf sowas habe ich immer Bock. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Muss ich irgendwie gerade an Huma an. Ah. Muss ich gerade irgendwie an Huma denken mit der Akte X-Folge, mit dem Lügentest. Wenn Sie verstanden haben, sagen Sie doch ja. Ja. So, Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie.
einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus? Naja, weiß nicht. Ich bin eigentlich. Ich mache mal diesen. Gut, Prüfungsangst kickt rein, Spiel aus. Abgebrochen. Ja, auf jeden. Sie wurden für ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Naja. Ich habe Angst, weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend, niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig, das war's wert. Ja. Na gut. Ja, toll, wie willst du, wie soll man auch das beantworten? Weil man weiß halt nicht irgendwie den Kontext, ne? Wenn ich so ein, weiß nicht, wenn du so ein Rando-Typ bist, ne? Der irgendwie reingezogen ist, dann ist man, denke ich mal, wütend. Oder ist man A oder B. Und dann, ich bin ruhig, das war's wert. Ist halt, wenn du so ein übelst abgefuckter Psychopath halt bist, ne? Der da keinen. Ich mach einfach auch. Oh, nicht einfach. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Ja, fünf Leute oder einen wegklatschen. 5 Leute ist natürlich Highscore, ne? Aber das wäre dann quasi dementsprechend nichts tun. Aber wie hat Mr. Spock immer gesagt, ne? Das Wohl des Einzelnen geht das über den von vieler. Also Gleis wechseln. Schade. Gut. Weiter. Mein Wester, das gut, die Frage ist jetzt nun wieder, was sind das jetzt für Leute, ne? Also, das kannst du ja wieder. Alle für den Highscore, auf jeden. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Was bitte? Was? Den dickleibigen Mann stoßen? Nichts tun. Ja, also ich kenne nur einen richtig dickleibigen Mann, den ich gerne mal auf einen Zug stoßen wollte, aber... Ist dennoch kein Grund, das ist total. Nee, das sind das verwirrende Fragen. Fettshaming ist halt echt so. Nichts tun. Fast geschafft. Ein Führer. Schon wieder. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie könnten den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen, doch das würde ihren Tod bedeuten. Warum soll ich wieder den Dicken stoßen? Was ist denn los bei euch? Aufs Gleis springen? Nee, ich mach nix. Bin doch nicht bescheuert. Interessant. Sehr gut. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Rorschach. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ich dachte, es wäre... Ja. Mein Gott! Sicherheit! Sicherheit! Sicherheit, ich habe ja noch ein Rätsel zu lösen. Alex. Simmons, was ist hier los? Was? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch, sediert. Alles klar, bin unterwegs. Okay. Ich bin gespannt. Guten Morgen, Morgan. Ach. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Einmal zurück zum letzten Checkpoint. Habe ich jetzt irgendwas falsch? Ja, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Also ich bin da jetzt wirklich. Ich check halt nicht, was ich da irgendwie verkackt habe. Also. Und jetzt kommt da hier irgend so was anderes Psychomäßiges.
Oh. Okay. Ich. Tschüss. Ach, ist das schön hier. Toll. Dreck. Weil ja, wie gesagt, hätte echt ja keinen Sinn gemacht, wenn irgendwie. Weiß nicht. Ich kann mir irgendwas einfallen lassen und dann geht das irgendwie doch nicht. Dann wäre das voll sinnlos. Ich meine, bei so einem Spiel wie Daymar, da würde sowas, würde ich verstehen, dass das da irgendwie außer Kraft gesetzt, aber. Prey hätte ich da schon ein bisschen mehr zugetraut. Aber wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Tja, der klingt wie Ryan Reynolds. Da, den kann er nur vertrauen. Hier aus dem Apartment. Truman Show! Okay. Gut. Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Brauche ich mich ja nicht wundern, dass permanent die Tür klemmt vom Balkon. Angefranstes Kabel, okay. Wo muss ich jetzt hin? Scheiße. Kann das irgendwo... Ach hier, okay. Ziele, was war's? Erreiche die Hauptlobby, okay. Ich muss schon wieder einen trinken. Da bin ich jetzt so gespannt. Zange. Hephaestus, auch Heffi genannt, Standardmodell zum Schwingen. Okay. Bin ich doch wieder hier. Ich soll zur Hauptlobby. Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Wow. Das ist ja wie bei Alien. Schöne Scheiße. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay. Control Room. D.
Decontamination. Decontamination. Ah, weg damit! Ja, schön, noch mehr. Ja, geil. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten Sie durch. Nett. Was ist das hier? Medik? Weiße Waffen und Kräfte. Ach, weiße Waffen und Kräfte, der Schnellausfall, ja. Und das geht so, denke ich mal. Bewegen. Platzieren. Okay. Ach, das ist ja so ein schönes System wie bei Dings. Ah, wie bei Resident Evil. Ja, geil. E-Mail. Okay. Der Schlüssel der Leiche. Was? Suche im Traumazentrum nach Bellamys Leiche. Okay. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Spiel auf deine Art. Experimentiere mit verschiedenen Herangehensweisen, um Herausforderungen und Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du nach der Schlüsselkarte suchst. Einen anderen Weg findest. Je mehr Fähigkeiten du lernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Okay. Gefällt mir. Also ich denke halt, ja klar, ich meine, es gibt die, Anführungsstrichen, die Rambo-Variante oder halt die. Hatte ich nicht die Karte von dem? Oder die Sam Fisher-Variante. Was haben wir hier Schickes? Alice. Nein. Wenn ich den Namen Alice schon wieder lese, kriege ich schon wieder ekelhaften Schauder. An Gedanke von Resident Evil-Filmen. Wo ist er? Komm her, du Vieh. Die Rohrzange in die Schnauze. Nicht mit mir, du Bitch. Was haben wir jetzt hier? Magnetband? Okay. Ach so, anscheinend. Kann ich hier hoch? Warpenschleuse. Ach! Das mache ich hier noch John McClane oder was? Geil. Was? Oh, ein Explosivkanister. Den könnte man ja gut werfen. Stimmt, macht das hier was, wenn ich mein Inventar irgendwie anordne? Nee, das ist eigentlich fuck egal, oder? Aus, Leute. Sieht ja wieder sehr einladend aus. Das war ein Phantom. Teil von Anthrophantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Ich geh erstmal auf schnell speichern. Das Kackvieh. Muss ich irgendwas machen? Nee, ne? Wo ist denn das Vieh? Mimik? Ah.
Komm. Kackvieh. Also hier, kann man hier irgendwas machen? Ne. Glukanone? Ne. Die Transtar-Glukanone Gel-Schaumlaminierungsorganismus-Obstraktor. Setzt Ziele außer Gefecht und oder macht sie Bewegungsunfälle, ohne ihn zu schaden. Glue kann Feuer löschen und vorübergehend elektrische Ladungen deaktivieren. Sobald Glue ausgerottet ist, kannst du außerdem draufklettern. Okay. Der Knifte kann man mega out of the box denken. Huch. Ja, ich hab da schon so. Ich denke mal. Irgendwie gehen, oder? So, okay. So, wer ist denn das jetzt? Natascha Nikova, okay. Morgen. Da. Im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen. Aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Hier? Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Nett. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Die kannst du mit der Rohrzange wieder zerkloppen. Die Dingenskirchen. Wie ging das jetzt hier? Scheiße. Waffe wechseln? Ah, okay. Ach, scheiße. Okay. Macht das jetzt was? Nee, ne? Okay. Was haben wir hier? Hier ist einer. Also ich muss definitiv jetzt zu dem Neuromod. Okay. Okay, na komm. Bastard. War hier noch irgendwo einer? Die sind doch auch überall, ne? Gruselig. Nicht auf der Playstation. Slaystation. Muss ich jetzt Krach machen? Habe ich eigentlich jetzt gar keine Lust drauf. Die Neuromod ist eine revolutionäre Transdar-Entwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Drücke Pad Touchpad, um dein Transcribe zu öffnen und geh anschließend zum Neuromods-Bereich. Okay. Ach so, da haben wir meinen Fähigkeitenbaum, okay. Level up sozusagen. Technik, yeah. Hebelkraft, Reparatur. Sicherheit. Konditionsschub. Oh, was? Was will denn jetzt von mir hier was? Nee, kann ich nicht.
Okay, was haben die noch? Wissenschaftler, Mediziner. Hacker, umgehst bei Computer und Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 1. Ach, ich mach einfach jetzt mal. Ich glaube, das ist so ein bisschen was von allem. Kenne dich selbst, Trophäe erhalten. Okay. Wow. Bestimmt wären gerade viele Transstar-Mitarbeiter gerne stärker und schneller. Nick Crudo, der Select-Button, also, ja, wo war's denn? Das ist hier das Touchpad. Und der Select-Button, der ist halt weiter hier an der Seite. Also, alles cool. So, Fuck, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Jetzt habe ich eigentlich gerade gar nicht zugehört. Scheiße. Erreiche die Hauptlobby. Optional Schlüssel der Leiche. So, Umkleideräume. Die Lobby. Favoritenrad. Über das Favoritenrad kannst du Waffen und Psy-Kräfte auswählen. Halte links gedrückt. Ah, okay. Ach so geht das, okay. Wenn ich jetzt hier ein Medikit reinsetzen will, gehe ich jetzt rein theoretisch auf. Okay. Ach, das kann ich gleich direkt so einsetzen. Na dann. Abbrechen. Wenn ich jetzt den da tun will, was belegen. Ach so, okay. Ach, okay, gut, jetzt habe ich mein Lobby. Geh zur Lobby, bist du sicher? Ich denke schon, ja. So lange Ladezeiten bin ich auf PC ja gar nicht gewohnt. Sie haben es geschafft. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Ich bin gespannt, was jetzt hier kommt. Human Resources, okay, es klingt sehr vielversprechend. Geil. Space. Kevin Spacey. Wow, scheiße. Aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. Interessant.
kommt jetzt hier irgendwie, also... You are here. Okay. Also rein theoretisch in der Etage weiter höher. Fetzt. Achtung! Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Leichte Flashbacks zu Alien Isolation. Ich wollte mir doch nur die Wasserflasche angucken. Ich wollte eigentlich nur die Suppe. Hier sind die Aliens aus der Isolation raus, ja. Ah, ist schon geil. Also. Udon-Nudeln, ja, die guten, ey. Eine Bananenschale. Angerauchte Zigarre. Genau, Lakai, mach deine Arbeit. Danke dafür. Bei Alien Isolation hatte ich mir eigentlich vorgenommen, zu Halloween zu streamen. Mal gucken. Beziehungsweise, ich werde das vielleicht den Samstag oder so machen, weil in 30. ist ja ein Sonntag. Mal gucken, aber wenn das hier auch so horroresk wird, kann ich das gleichzeitig auch dort machen. Mal gucken. Hätte ich mich ein weiteres Jahr um Alien Isolation mit Stream gedrückt. Yay. Achso, ich... Den 31. hin mache ich einen Simpsons Treehouse of Horror Marathon. Auch nicht schlecht. Ich wollte mal. Ich hatte bei mir bei Arbeit, da haben wir am 22. da haben wir Inventur und den Tag, den hatte ich eigentlich irgendwie Urlaub. Ich habe auch keinen Plan, wegen was ich denn da überhaupt genommen habe. Und da wurde ich halt gefragt, ob ich den verschieben könnte. Weil die mich halt für die Inventur dort eingetragen haben, da war ich, ich habe da schon mal nachgefragt, na hier, Allah. Dann guck mal, dass ich hier gleich dann am 1. November, dass ich den Montag dann frei machen kann. Weil da könnte ich dann nämlich dann auch nochmal einen Tag weitermachen, das war nämlich richtig geil. Gefährliche Abfälle sack ich auch mal gleich ein. Ja, Computerwagen? Es ist schon geil, also ich... Bianca Goodwin, okay. Ich will eigentlich nur erstmal gucken, was hier gerade abgeht, weil das sieht halt richtig schon cool aus. Vorstandbüros. Ist, glaube ich, nicht meins. E-Mail, was man hier schönes. Volontär, unruhig. Okay. Was... 65 in 40. So. Besuch von Leitner. Ikwe. Okay. Schlüsselkarte. Den Code merkt sich das Game. Bloß gut, muss ich es nicht machen. So rein theoretisch können wir eigentlich schon uns wieder hier verpissen. Runter, aber wie gesagt, es macht halt übel Spaß, hier einfach mal so durchzugucken. Ne? Was ist das? Der Code für Ihr Büro lautet 0451.
Was? 04? Ich will erstmal gucken, wo mein Büro überhaupt ist, Leute. Ach ja, morgen, Hugh, da steht's doch. Jason Cheng? So. Sunburst-Banane, schmeckt. Ach so, okay, okay. Da muss ich erstmal ein bisschen mit den ganzen Spielereien hier vertraut machen. Huch. Ach, hier steht's. Ist ein Easter Egg. Echt? Von was? Also ich wüsste da jetzt gerade nichts. Willkommen zurück. Büro? Das war in den letzten drei Jahren Wohnung. Zu Hause. Das Video dürfte auf Ihrem Arbeitsterminal sein. Ist aus Bioshock. Ach so. Also ich hätte es jetzt wirklich nur so einfach aus als Code, sag ich mal. Gegenstände in Abfallbehälter. Ersatzteile. Kann sich doch bestimmt dann auch wieder hier, sag ich mal, so zurecht bauen oder modifizieren, denke ich mal. Okay, das ist cool. Durchgebrannte Platine, ausgefranstes Kabel. Ist halt nur für die Wissenden. Für die Eingeweihten. Telefonkonferenz. Neuromods-Reihe. Können wir uns dann wieder hochpushen, sozusagen? Okay. Passwort eingeben. Guten Morgen, Carlos. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Dr. De Vries verspricht eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Okay. Das ist doch ein bisschen komisch. Weil man sonst ja mal gewöhnt ist, direkt so einen Dialog zu haben. Aber das so interaktiver zu machen, ist schon witzig. Programm. Schau mich an morgen. Na dann, let's go. Hallo Morgan, harter Tag? Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Er ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Er weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihre Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist... Die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Ach komm! Ich dachte, ich hätte jedes dieser verdammten Videos gefunden. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du dir das anhörst. Nicht bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste... Verdammt! Ich muss los. Rühr dich bitte nicht, bitte!
kannst auch die Scheibe eindreschen. Okay. Tut mir leid, Morgan. Alex hat uns von den Looking Glass Servern abgeschnitten. Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Was mich interessiert, wenn ich einen Explosivkanister werfe, macht's dann Boom? Okay, nein. Ich finde die Soundkulisse geil. So dieser, sag mal, Synth Retro Wave, so ähnlicher Stil, das ist schon geil. Aber jetzt kann ich da hier nichts anderes erstmal machen, okay. Ich glaube, du brauchst dafür die Hebekraft-Skillung, okay. Weil ich bin jetzt halt so darauf gekommen, dann halt einfach mal sozusagen, let's go. Was kann ich damit machen? Was ist das hier schon wieder? Ach so, da kann ich dann hier Rezepte musst du finden. Ach so, so eine Art wie Crafting, so wie hier Crafting Werkbank, nicht schlecht. Dann bekommst du Rohmaterialien. Synthetisches Material. Okay. Fetzt, ist cool. Aber ich hatte doch jetzt hier so ein paar Teile. Was haben wir? Neuromods. Da habe ich jetzt 3. Hebelkraft. Du kannst auch Waffen und so weiter schreddern, die du nicht mehr brauchst oder bessere findest. Okay. Cool. Aber ich würde mal sagen, ich denke mal ein bisschen praktischer, Reparatur und auf einfach mal da wird man jetzt großartig nichts. Okay. Funktioniert! Noch eine. Oh ja. Yeah. Frohes neues Jahr. Ich mag's. Oh, scheiße. Ich brauche nie wieder Türen benutzen. Achso, na gut, hier bin ich dann hier bin ich definitiv RIP. Oh. Das war quasi der polnische Türöffner. Bewaffne mich mit deinem Telefon. Kampfgrundlagen. Nutze im Kampf die Umgebung und setze Werkzeuge ein. Du musst nicht gegen jeden Gegner im direkten Kampf wählen. Wähle alternative Wege, um an harten Gegnern vorbeizuschleichen oder komme ihnen zuvor. Wenn du kämpfen willst, erhöhst du, indem du Gegner vor mit Werkzeugen wie der Glukanon aus dem Gefecht setzt. War ja bei Bioshock auch so, ne?
Da kommt. Geil, ich liebe es, wenn die anderen meine Arbeit machen. So. Das kommt doch bestimmt auch richtig geil. Nice. Okay, die Technikspielereien finde ich jetzt echt witzig. Beziehungsweise, was ist Technik? Die Physikspielereien. Ran da. Das ist das Schweinevieh. War doch hier gerade eben irgendwo, oder? Schallgedämpfte Pistole. Nice. Das ist cool. Hehe, ja, ja, ja. Hehe. Ja, guten Tag auch, ne? Wo sind sie? Kommt. Seid ihr Schweineviecher? Propanflöte, ja. Ich sehe gerade leider nichts. Da hinten ist einer. Ey, Arschloch. Nee, boah, nö. Scheißdreck. Dezent leichte Probleme, mich hier mit der Schnellwahl anzufreunden, aber das kriegen wir alles hin. Wie ging das jetzt hier? Verwenden. Aber eigentlich habe ich doch... Da sollte sich doch eigentlich irgendwie irgendwas tun. Ach so. Schade. Ja gut, dann halt eben nicht. Was ist das? Ersatzteile? Okay, okay, okay. Also ich finde es definitiv interessant, macht auch Bock. Kann ich jetzt nie irgendwas anderes dagegen werfen, dass das hier knallt? Hatte ich jetzt auch noch nie bei so einem Spiel, dass Guten ich sagen Morgen, kann. Talos. Unser Stationspsychologe Dr. Cole bittet alle Mitarbeiter, die unter Schlafstörungen, chronischem Stress oder Angstsymptomen leiden, Hab einen alles. Termin im Traumazentrum auszumachen. Na dann, Partyhaut. Ja, finde ich geil. Kotzt mir schon fast schon wieder an, dass ich dann erst wieder am Samstag zum Zocken komme. Scheiße. Moin Nick. Partyhard. Das Maschinenlabor, ey, da sieht man bestimmt jetzt mich. So, mal sehen. Hatte ich mir jetzt heute mal beim Einkaufen geholt. Eine neue Dose ekelhafter Zuckerbrühe. Mal sehen. Rein da in das Gefäß.
Boah. Selbst mit Wasser verdünnt nur übel süß. Voll Deibel. Boah. Okay. Ich muss halt, was das ist, Rohrzange? Schallgedämpfte. Ich habe sie gefunden. Och nö. Eigendiagnose protokolliert. Daten korrumpiert. Liste 1. Service Servo. Kann ich irgendwas. Das ist nur ein. Kann ich nicht mit irgendwas beschmeißen? Holy shit, es geht ab. Anzug wurde beschädigt. Aha. Kannst du auch einschäumen. Okay. Kann ich ihn, ach so, hacken kann ich den erst später, okay. Na dann. Krass. Auf so weite Ebene bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Krass, krass, krass. So, scheiße, ich hätte jetzt mal gerne. War jetzt in die Krankenung? Ich wollte doch eigentlich hier noch. Gab's denn die noch lecker fressen? Shit. Aber okay. Ist cool, auf jeden Fall. So, erstmal eine Banane essen. Yo. Udon-Nudeln. Aalsülze. Was gibt's denn noch so? Anzug, ausgefranstes Kabel. Ein Baseballhandschuh, okay. Was ist das? Anzugreparaturkit. Oh, alles klar, das ist das. Verwenden. Glaube, wenn du auf was oder wen schießt, der dich noch nicht entdeckt hat, machst du extra Damage. Hm, das ist halt das mit diesem Schleichangriff-Gedöns, was sie da gezeigt hatten. Komm hier. Scheiß da drauf. So, und jetzt hauen wir hier nochmal rein. Ja, wie gesagt, ist da jetzt in Anführungsstrichen die erste Runde so ein bisschen sicher mal damit so befassen. Aber es macht Spaß. Computerwagen? Ach, das geht auch, okay. Das muss bestimmt richtig knallen. Na gut. Kann der Cold Mountain her? Terraforming des Mars. Total Recall.